Hallo liebe SC Paderborn 07-Fans, ich begrüße euch recht herzlich mal wieder zu unserem Format Analyse nach dem gestrigen Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin, welches wir mit 3-1 gewonnen haben und somit nun 44 Punkte auf der Habenseite. Einer der Matchwinner, die heute bei uns zu Gast sind, ist unser Stürmer Sven Michel. Sven, grüße dich. Guten Servus, Morgen. Hi. Sven, ihr habt mit dem 3-1-Sieg in Berlin einen Big Point gelandet. 3 Punkte steht ihr nun hinter dem Relegationsplatz. Tja, wie stolz ist man als Aufsteiger auf diese Momentaufnahme? Ich glaube, dass wir auf die ganze Saison gesehen sehr, sehr stolz auf uns sein können. Also na klar, Berlin ist ja noch was ganz Besonderes gewesen für uns, natürlich auch für unseren Trainer. Ich glaube nicht, dass wir trotz, wir sind im Viertelfinale des DFB-Pokals, wir haben 44 Punkte, wie du schon sagtest, und ich bin einfach eine Riesensaison. Da können wir einfach stolz drauf sein, definitiv. Das sehen wir auch so. Der SC Paderborn 07, muss man auch dazu sagen, ist jetzt die erste Mannschaft in dieser Saison gewesen, die es geschafft hat, an der Alten Försterei zu gewinnen. Was waren denn aus deiner Sicht am gestrigen Tag die entscheidenden Momente in dem Spiel, dass es überhaupt dazu kam? Ich glaube, das, was wir uns vorgenommen haben, unsere schnelle Spielweise, was wir sonst immer so auf den Platz kriegen, haben wir in Berlin super auf den Platz gebracht, haben es super umgesetzt. Und ich glaube, Berlin hat, na klar, haben sie auch gute Chancen gehabt, gar keine Frage. Aber wenn ich überlege, was wir noch für Chancen gehabt haben, auch in der ersten Halbzeit, wo wir es vielleicht nicht bis zum Ende gut ausspielen. Berlin hat halt nicht so unbedingt die Mittel gefunden gegen uns. Und ich glaube, wir haben auch ganz klar verdient 3-1 gewonnen. Du warst jetzt schon mal öfters bei uns in dieser Sendung. Wir haben die Taktiktafel wieder mitgebracht. Ich würde dich vielleicht einmal bitten, dein entscheidendes 2:0 aus der 87. Minute an der Taktiktafel nachzustellen. Ich versuche es mal so weit es geht. Ich weiß, dass Klaus den Ball super lang geschlagen hat. Wir sagen einfach mal gewollt, super Ball. Am Anfang waren es 2 Verteidiger, die an mir dran waren. Der eine hat sich dann warum auch immer fallen lassen. Ja. Und dann kommt der eine Verteidiger kommt vor mir an den Ball, köpft ihn mir gegen die Brust und er fällt halt wirklich, hier ist der Ball, mir direkt vor die Füße. Torwart kommt raus und ich kriege ihn noch mit der Spitze so gerade an ihm vorbei und er rollt halt ins linke Eck. Ja, nach langer Unterhaltung mit den Kollegen muss ich mal wieder feststellen, das sind so Sven-Michel-Tore. Du hattest in der ersten Halbzeit auch die eine oder andere Chance gehabt, wo man eigentlich sagt, das ist eine hundertprozentige. Erklär mir mal, warum du solche Tore machst und die anderen dann wiederum nicht. Ja, man sagt ja, die schweren sind meist die einfachen. Du hast halt nicht viel Zeit, um nachzudenken. In der ersten Halbzeit habe ich einen, da laufe ich hier diagonal auf den Torwart zu. Der Winkel ist sehr spitz, trotzdem kann man den machen, aber da hast du vielleicht auch mal zu viel Zeit im Nachdenken, muss es trotzdem vielleicht einfach reinmachen. Hat er dann doch noch sollen sein. Gut, du hast gerade gesagt, du hast nicht viel Zeit zum Nachdenken. Auch wir haben nicht viel Zeit zum Nachdenken, denn schon am Dienstag geht es gegen den HSV im Viertelfinale bei uns in der Benteler Arena weiter. Sven, wie groß ist denn die Vorfreude auf dieses Spiel und ja, wie besonders ist dieses Spiel für euch? Ja, letztes Jahr hatten wir die Bayern, den Endgegner im Viertelfinale. Jetzt haben wir Hamburg. Ist, glaube ich, schon eher machbar als Bayern, aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns riesig. Wir können was Einmaliges schaffen und haben, glaube ich, eine Riesenchance dafür. Hamburg ist natürlich trotzdem ein Riesenverein, also das wird definitiv nicht leicht. Aber ich glaube, mit unseren Fans im Rücken haben wir sehr, sehr große Chancen. Du sprichst die Fans schon an, ausverkaufte Hütte in der Benteler Arena am Dienstag. Ist das eigentlich nochmal von der Atmosphäre im Pokal was anderes als in der Liga? Ja, ich glaube schon. Also das wird ja ausverkauft sein. Vermutlich wird auch das Spiel gegen Hamburg in der Liga ausverkauft sein, weil die immer viele Fans mitbringen. Aber na klar, es ist halt was Besonderes. Es ist halt ein K.O.-Spiel. Das Spiel hast du einmal und da musst du halt liefern. Und das werden wir jetzt am Dienstag versuchen zu schaffen. Gut, ich vertraue euch da ganz einfach. Dann lasst uns Geschichte schreiben, lasst uns das Halbfinale schön einziehen. Wär's. Wunderschön wär's. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Macht euch einen gemütlichen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und würden sagen, bis bald dann. Tschüssi, macht's ciao. Gut. Auf Wiedersehen. Ciao.